Die TSG Fußballschule zu Gast in Südafrika und Namibia. Jeweils 3 Tage in Johannesburg und anschließend in Windhoek konnten Kinder und Jugendliche am Minicamp teilnehmen. Neben dem Training mit den Nachwuchskickern stand für die TSG vor allem die Schulung von Trainern vor Ort im Mittelpunkt der Reise. Das Trainings- und Organisationskonzept der TSG Fußballschule wurde voller Begeisterung auf- und angenommen. Wir hatten verschiedene Leistungsniveaus, aber rundum einfach sehr, sehr viele Kinder, die Spaß hatten am Fußballspielen, die uns irgendwo in der Richtung willkommen gehießen haben, dass ich meine, hey, das ist was Besonderes, was ganz Tolles, die TSG kommt, eine deutsche Fußballschule kommt. Und das haben wir gespürt bei Kindern wie auch bei Trainern und haben uns sehr, sehr, sehr herzlich willkommen gefühlt. Die Idee war ja auch so ein bisschen, unsere Trainingsphilosophie zu zeigen und zu schauen, wie die dort ankommt mit ganz anderen Kindern. Und deshalb waren es sehr ähnliche Trainingsinhalte, die wir bei uns auch im Training haben. Generell, was für uns halt im Kinderfußball wichtig ist, viel Techniktraining, aber dabei auch immer viel Spielformen, viel 1 gegen 1, kleine Überzahlformen, Fangspiele, Torabschlüsse, alles das, was Kindern halt Spaß macht. Seit Jahren pflegt die TSG in Partnerschaft mit Global United FC enge Kontakte nach Namibia und Südafrika. Zusammen engagieren sich der Club und die Organisation von Lutz Pfannenstiel für eine Vielzahl von sozialen Projekten. Nun war auch erstmals die TSG Fußballschule dort zu Gast. Die beiden Lehrgänge in Windhoek und Johannesburg waren ein voller Erfolg. Wir haben uns jeden Morgen erstmal mit den Veranstaltern vor Ort, also den Organisatoren plus den Trainern, die uns von vor Ort unterstützt haben, getroffen, haben einfach den Tag durchgesprochen. Es war ja so, dass wir mehr oder weniger die Trainingsinhalte bestimmt haben, aber dann auch schnell mit den Trainern in Austausch gekommen sind, auch deren Ideen mit haben einfließen lassen und dann einfach den Tag geplant haben. Dann kamen aber auch schon die Kinder und waren immer heiß drauf, dass es losging, haben wirklich nur eine kurze Besprechung an jedem Morgen gemacht und dann ging es auch los mit dem Training. Gebucht wurden die angebotenen Plätze von Firmen oder Einzelpersonen. Besonders war, dass in Johannesburg auch bis 18-Jährige dabei waren. Normalerweise geht unser Programm oder ist unser Programm ausgelegt für bis zu 13-Jährige. War aber eine tolle Erfahrung, dort auch die Jugendlichen, die älteren Jugendlichen dabei zu haben. Wir hatten dann verschiedene Konzepte. Wir hatten zum Beispiel auch gesponserte Teilnahmen. Das bedeutet, dass lokale Unternehmen oder auch ein TV-Sender, der uns vor Ort begleitet hat, oder auch Global FC, die Initiative von Lutz, Plätze gesponsert haben, sodass Kinder und Familien, die sich jetzt nicht unbedingt die Teilnahme leisten konnten, auch teilnehmen konnten, was wir toll fanden. Sodass es dann eine bunt gemischte Gruppe war, die uns dann ja, an den Tagen zur Verfügung stand zum Trainieren und die uns besucht hatte. Viel Spaß und Freude hatten insbesondere auch unsere TSG-Trainer vor Ort. Es war wirklich so, dass wir sehr, sehr herzlich und sehr offen empfangen worden sind und man da wirklich schon kleine Freundschaften innerhalb dieser kurzen Zeit schließen konnte. Und deswegen war es schon auch ein schwerer Abschied, aber absolut positiv gestimmt, weil einfach alle zufrieden waren. Und wer weiß, vielleicht gibt es schon bald ein Wiedersehen, denn die ersten internationalen Erfahrungen der TSG Fußballschule haben die Verantwortlichen darin bestärkt, dieses Angebot weiter auszubauen.